Hallo Freunde der Sonne, was geht ab? Der Sebi hier und in diesem Video geht es um das Thema Selbstverleumdung. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal sind wir in einer Situation, wo wir Ja sagen, aber eigentlich Nein meinen. Typisches Beispiel, ja, wir haben ausgemacht, wir treffen uns am Abend mit einem Kumpel in der Bar, um ein Bierchen zu trinken, merken aber so kurz vorher, dass wir eigentlich gar keinen richtigen Bock haben. Was machen wir meistens? Wir gehen trotzdem hin, weil wir haben es ausgemacht und wir wollen unser Wort halten. Wir wollen nicht, dass der andere schlecht über uns denkt. Aber was passiert ganz automatisch? In dem Augenblick, wo du deine eigenen Bedürfnisse beiseite legst und quasi die Bedürfnisse des anderen in den Vordergrund stellst, ja, weil du willst, dass es ihm gut geht, weil du nicht willst, dass er jetzt alleine zu Hause sitzen muss und sich vielleicht langweilt, weil ihr ja schon was ausgemacht habt, passiert Folgendes, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst. Und damit sagst du dir selbst auf einer unbewussten Ebene, dass die Bedürfnisse eines anderen wichtiger sind als deine eigenen. Und das war gerade nur ein Beispiel. Es gibt noch tausend andere. Das ist zum Beispiel auch dieser typische gesellschaftliche Weg. Und du kennst mich, ich bin immer so ein bisschen gesellschaftskritisch. Das fängt an mit der Erziehung der Eltern, ja, wenn die zum Beispiel sagen, du musst eine Ausbildung machen, du musst dein Abitur machen mit guten Noten, du musst dir einen sicheren Job suchen. Und ich kenne ganz viele, die Mücken bringen mich hier um, ich kenne ganz viele Leute, die irgendwas studieren auf das Thema Sicherheit, zum Beispiel jemand, der ist, kenne genug Leute, die BWL studieren, einfach nur, weil sie wissen, danach haben sie etwas, was Sicherheit bringt. Und das mag zwar schön und gut sein, aber es kann sein, dass sie eigentlich etwas ganz was anderes machen wollen, ja? Dass sie vielleicht gerne malen wollen, dass sie vielleicht gerne die Welt bereisen wollen, aber weil sie sich denken, nein, oder beziehungsweise weil sie Angst haben vor der Meinung anderer, weil sie Angst davor haben, was ihre Eltern sagen könnten, wenn sie das jetzt nicht machen, wenn sie ihr Studium nicht mit guten Noten abschließen, was ihre Freunde sagen würden, wenn sie jetzt einfach zum Beispiel sagen, ich werde jetzt Künstler und ich mal meine eigenen Gemälde und versuche damit mein Geld zu verdienen, weil sie Angst haben vor der Meinung anderer. Aber genau das ist falsch und genau das führt dazu, dass wir im Prinzip alles verängstlichte Menschen sind, weil wir uns selbst nichts mehr zutrauen, weil wir irgendwann gelernt haben durch unsere Erfahrung, dass das, was die anderen sagen, wichtiger ist als das, was wir selbst wollen, das, was wir selbst in unserem tiefsten Inneren fühlen. Und so passiert es, dass wir langsam die Connection zu uns selbst verlieren. Und das führt dann ganz oft dazu, dass Leute, nachdem sie einen Weg jahrelang gegangen sind, irgendwann mal merken, scheiße, das ist nicht das, was ich mir für mein Leben erwünscht habe. Ich habe mir nicht erwünscht, irgendwie jeden Tag 8 Stunden in irgendeinem Büro zu sitzen, irgendwelche langweiligen Unterlagen hin und her zu wälzen. Ich habe zwar meine Sicherheit, aber ich bin nicht glücklich. Und was ich dir mit diesem Video sagen will, ist: Steh zu dir selbst, horch in dich hinein, was möchte ich wirklich? Und wenn du etwas wirklich möchtest, dann finde einen Weg, um das zu realisieren. Vielleicht wirst du dabei auf die Schnauze fallen, ja, das kann sein. Aber es ist der einzige Weg für dich, um glücklich zu werden, wenn du auf dich selbst hörst. Nimm diese Worte mit auf den Weg. That's it. In diesem Sinne, guck auch mal in meine Infobox, schau dir mal meine Links an, meine Empfehlungen, die ich da noch habe. Lass mir einen Daumen nach oben da, schreib mir ein Hallo Sebi in die Kommentare und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich mache noch so einen kurzen Rundumblick, wo ich hier bin. Ich bin hier wirklich mitten im Nirgendwo, 10.000 Mücken und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haust dir rein, tschaußen.